Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sandra Marusic und ich bin seit 12 Jahren Vollzeitfotografin und arbeite mit Canon. Ich habe mich auf Hochzeiten spezialisiert, fotografiere aber auch sehr viele Menschen und Events und Essen. In diesem Video möchte ich euch kurz und ehrlich meine persönliche Erfahrung mit der Canon EOS R6 teilen. Ich durfte sie für einen knappen Monat auf diversen Fotoshootings dabei haben und Aufträgen und sie dabei kennenlernen. Und ich war echt überrascht. Zu Beginn möchte ich euch gleich etwas über das Kameragehäuse sagen. Und zwar gefällt es mir sehr gut, wie das bei der neuen R6 gelöst ist. Und zwar ist der Griff ein bisschen tiefer. Ich habe hier meine Mark III und sogar meine One V, eine analoge 35mm Kamera. Sie liegen gut in der Hand, aber kein Vergleich mit der neuen R6. Also Punkt 1, der Grip bei der neuen R6 ist viel, viel besser. Vom Gewicht her ist sie ähnlich, je nachdem, welche Linsen ihr benutzt. Und hier komme ich bereits zum nächsten Punkt. Canon bietet einen Objektivadapter an, welchen ihr nahtlos mit euren Prime-Linsen benutzen dürft. Also sprich, ihr müsst nicht gleich sofort ein Vermögen in ein neues Equipment investieren und ihr könnt die alten Linsen benutzen. Unglücklicherweise durfte ich die neuen RF-Linsen von Canon testen und sie haben mich wirklich umgehauen. Die Qualität bei den Ergebnissen ist einfach einen Ticken besser. Ein weiterer Punkt, der mich sehr überzeugt hat, ist, die Kamera ist super leise und für mich als Hochzeitsfotografin ein Ultra Plus, weil ich in der Kirche manchmal sehr unauffällig sein will und da bin ich sehr dankbar, dass die Kamera praktisch keinen Ton von sich gibt. Einen weiteren Punkt, den ich sehr, sehr schätze, ist, bei der neuen R6 habt ihr genau den gleichen Akku, das heißt keine weiteren Kabel, keine neuen Aufladegeräte, ihr könnt eure alten Akkus benutzen und das finde ich super. Die Kamera hat einen In-Body-Stabilisator. Was heißt das? Sogar bei schlechten Lichtverhältnissen kann man easy mit einem 50stel wunderschöne scharfe Porträts machen und das ist einfach super. Das heißt, man muss auch mit dem ISO nicht so weit rauf. Sie hat 2 Kartenslots, somit muss man sich nie Sorgen machen, falls eine Karte verloren geht oder kaputt geht. Weiter zum Bildschirm. Er ist schwenkbar und macht euch das Fotografieren einfacher. Wenn ihr etwas von oben oder von unten fotografiert oder filmt, ist das einfach ein Gamechanger. Und mein absoluter Überzeugungspunkt, der iFocus. Leute, ihr könnt rumrennende Kinder, rumfliegende Tiere, nervöse Paare, frisch verlobte Paare, frisch verheiratete Paare, die auf euch zulaufen, fotografieren und es wird einfach alles scharf. Würde ich meine Canon EOS 5D Mark IV und Mark III durch eine Canon EOS R6 ersetzen? Auf jeden Fall. Leute, sie macht euch euer Leben einfach einfacher. Und wer will nicht ein einfacheres Leben? ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Fotografieren und beim Filmen. Bye!